Und da bin ich wieder, weiter geht's mit Tomb Raider 3. Wir sind im Geheimnis und ich dachte mir gerade, hä, haben wir das schon aufgehoben? Das haben wir doch liegen gelassen. Aber Lara steht einfach nur im Bild. Und die Sachen sind noch da. Dann nehmen wir sie mit, das große Medipack, die Harpunenpfeile und noch ein großes Medipack. Und dann haben wir somit schon eins von drei Geheimnissen in diesem wunderschönen Level gefunden. Es geht doch bergauf. Genau, es geht bergauf im wahrsten Sinne des Wortes. Achso, das ist jetzt... Nee, keine Strömung. Aber hier ist, glaube ich, Strömung, ne? Das heißt, hier kommen wir, glaube ich, nicht mehr rüber. Oder man kann es zumindest probieren. Unser Schatten bewegt sich leicht fort. Aber bis wir drüben sind, sind wir auf jeden Fall abgesoffen. Das kann ich schon mal sagen. Das heißt, wir drehen lieber gleich um, weil das bringt ja nichts. Und gehen einfach hier drüben raus. Genau, das ist nämlich dann wahrscheinlich der Ausgang. Weil hier war ja eben nur dieser Gegner gewesen. Und sonst nichts. Und deswegen kann man das ja als Ausgang nutzen. Dass dieser Gang auch seinen Sinn gehabt hat. Okay. Und somit haben wir jetzt eigentlich das Vorgeplänkel von diesem Level erledigt. Und kommen jetzt schon in den Hauptteil von diesem schönen Level. Und zwar müssen wir dann hier durchtauchen durch diese Tür. Und ich glaube, dann kommt wieder eine Strömung. Oh ja. Habt ihr es gesehen, wie wir hochgerobbt wurden? So. Und das ist jetzt unsere große Aufgabe, uns hier zurechtzufinden. Aber da holen wir erstmal Luft, damit ich euch zeigen kann, was wir jetzt hier zu tun haben. Gut, unsere Aufgabe. Schon wieder dieses komische Geräusch. Unsere Aufgabe besteht darin, ein paar Dinge einzusammeln. Das ist schön. Genau, hier ist ein Kran. Und wir brauchen hier drinnen zwei Dinger. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir brauchen so zwei Fläschchen. Eine gelbe und eine blaue. Und die müssen wir dann da einsetzen. Gut, aber erstmal kümmern wir uns um diese Taucher. Weil die gehen mir auf den Nerv. Jetzt schon. So, wo sind sie? Ich weiß, dass ihr da seid. Ich weiß es. Da ist einer. Da sind beide. Und Feuer frei. Jawohl, der eine ist tot und die andere noch. Jawohl, gut. Sehr gut, Lara. Und hier schwimmt das Blut. Und dann schnell wieder Luft holen. Das ist nämlich immer so eine Sache. Hier gibt es viel zu erkunden unter Wasser und man hat wenig Luft. So. Dann würde ich sagen, speichern wir das Ganze schon mal ab. Mit den Fischen schlafen. Und tauchen ab. So. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll, weil es gibt hier viel zu entdecken. In der Ecke liegt schon mal nichts, aber ich glaube, hier oben drauf liegen ein paar Sachen. Nee. Da habe ich mich geirrt. Oder noch weiter oben. Man kann nämlich sehr hoch hier rausschwimmen. Hier oben drauf liegt schon mal was. Und zwar Granaten. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Das heißt, wir tauchen jetzt wieder ab und sichern erstmal unsere Granaten. Weil man muss ja immer wieder Luft holen. Sonst bringt das ja alles nichts. Wenn Lara ständig ertrinkt, das ist ja nicht der Sinn der Sache. Und ihr seht, es ist ein weiter Weg bis zur Wasseroberfläche. So. Dann Luft holen und speichern. Weil das war ja schon mal ertragsreich. Wir haben schon mal... Was haben wir gefunden? Granaten haben wir gefunden, genau. Gut. Jetzt habe ich was gesehen. Und zwar relativ weit oben. Hier diese Nische. Und da liegt schon mal das erste Fläschchen rum. Genau das da. Und um was handelt es sich hier? Stromkreis Glühbirne. Okay, da war ich mit Fläschchen gar nicht so richtig. Aber mein Gott, das sind irgendwelche Glühbirnen. Und jetzt holen wir erstmal wieder Luft. Weil es ja wichtig. Für Laras Stopfwechsel. So.
Luft holen, speichern und wieder auf Tauchstation. Gut, okay, wo gucken wir als nächstes? Vor allem müssen wir aufpassen, dass wir hier kein Geheimnis übersehen. Weil ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wo hier die anderen zwei Geheimnisse sind. Ich weiß überhaupt nicht, wo hier die Geheimnisse sind. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir die überhaupt alle finden. Okay, da liegen schon mal Harpunenpfeile. Da haben wir das schon mal abgetaucht. Oh, da kann man auch Luft holen. Das machen wir jetzt gleich mal. Müssen wir nicht immer zu dieser komischen Glocke da zurücktauchen? Holen wir hier erstmal Luft. Da liegt schon mal ein Medipack. Das ist doch auch in Ordnung. Und da liegt sogar die zweite Stromkreiskabel, was auch immer, rum. Jawohl, da liegt sie doch schon. Gut, dann haben wir das ja schon gefunden und könnten das theoretisch schon einsetzen. Strohkreis, Glühbirne 1 und 2. Speichern. Und jetzt suchen wir aber erst nochmal die Unterwassergegend ab. Nicht, dass wir doch noch ein Geheimnis übersehen, weil das wäre schlecht. Das wäre nicht schön. Okay. Da kommt eine Glocke mit Tauchern. Ja. Okay. Oh ja, den haben wir erwischt. Sehr gut. Und der andere? Wo ist der andere? Ich höre ihn, aber sehe ihn nicht. Ich würde sagen, wir holen erstmal Luft. Okay, der ist hier irgendwo, aber wir holen erstmal Luft. Luft, Luft, Luft. So, Luft holen. Und wir werden angeschossen. Seht ihr es? Das heißt, wir tauchen jetzt gleich wieder ab und kämpfen erstmal gegen den Taucher. Wo ist er? Da. Oh yeah, gut. Und das war gerade ein Strömungsabriss, habt ihr es gesehen? Und jetzt schnell wieder hier hoch. Gut. Ja, das war doch ganz ergiebig. Dann gehen wir nochmal auf Tauchstation. Weil das hat dieses Level halt so an sich. Dieses Tauchen und Rumschwimmen in dem Gewässer hier. Das sind halt, ja, das ist halt das Level mit den Fischen schlafen. Obwohl wir eher mit den Tauchern tauchen. Das wird's vielleicht eher treffen. Ich habe hier doch noch irgendwo ein Secret in Vermutung. Aber das heißt nicht, dass ich glaube oder weiß, dass hier eins ist. Weil ich weiß nämlich jetzt echt nicht, wo die Geheimnisse sind. Und ich will jetzt auch nicht stundenlang hier rumtauchen. Das würde auch den Rahmen von dieser Folge etwas sprengen. Aber wir können ja schon mal unsere Glühbirnen einsetzen. Das können wir ja schon mal machen. So, also hier hoch. So. Und speichern. Und dann setzen wir jetzt erstmal die zwei Glühbirnen ein. Glühbirne Nummer 1. Ach nee, da muss die blaue rein. Genau, und jetzt leuchtet es auf und die Tür ist immer noch zu. Und jetzt nehmen wir den da. Jetzt müsste die Tür eigentlich aufgehen. Genau. Gut, das sieht doch ganz gut aus. So, dann speichern wir gerade einmal ab. Am besten nochmal auf einer anderen Stelle. Falls wir da reintauchen und es ist eine Strömung oder so und wir kommen nicht mehr zurück. Wenn wir das Geheimnis übersehen oder so, müssen wir das ja nochmal holen. Und ich weiß nämlich nicht, ob hier eins ist. Deswegen der zweite Speicherstand. Falls wir da irgendwie was verpennen oder so. Was ist denn das hier überhaupt? Ach, da bin ich doch schon mal durchgetaucht, gell? Aber ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wo jetzt hier noch ein Geheimnis sein sollte. Hier liegt auch nichts drauf. Und so groß ist diese Unterwassergegend eigentlich gar nicht. Es geht eigentlich sogar. Oh, hier liegt eine Rakete.
Jetzt aber schnell Luft holen. Sonst geht hier was schief. Oh Gott, das wird jetzt knapp. Aber wir haben es geschafft. Gut. Sonst hätten wir jetzt Leben verloren. Okay, da haben wir doch noch eine Rakete gefunden. Das hat doch jetzt nochmal gebracht. Das ist gut. Okay. Und jetzt tauchen wir nochmal ganz nach oben und verschaffen uns nochmal so einen Gesamtüberblick. Und dann gehen wir weiter. Weil hier, das war es dann, glaube ich, relativ. Mir würde auf jeden Fall sonst nichts mehr einfallen, jetzt noch irgendwo lang zu tauchen. Ja, das haben wir jetzt eigentlich alles schon abgesucht. Soweit, da waren wir auch drin gewesen. Das heißt, wir tauchen jetzt einfach mal durch die Tür. Oder ist hier noch was? Nee. Aber wir holen erst noch mal kurz Luft. Ich glaube, das geht sogar schneller, wenn man kurz rausklettert. Und dann tauchen wir jetzt in den Gang. Speichern. Und hier war noch mal eine Strömung und gut. Da kommt man, glaube ich, nicht hoch, gell? Nee, das ist nicht gewollt vom Spiel. Dann tauchen wir jetzt hier durch. In die Restricted Area oder was da stand. Und es ist wirklich eine Strömung, das heißt, man kommt nicht mehr zurück. Okay. Ah, ich erinnere mich. Ich glaube, hier ist ein Geheimnis. Da hinten irgendwo. So, hier unten drin. Und da liegt, glaube ich, eine Knarre drin. Und da ist so ein Viech. Na super. Granatwerfer. Und ist das überhaupt ein Secret? Weiß gar nicht. Ja, es ist ein Secret. Und wir nehmen ein kleines Medipack. Nehmen das mit. Und das große Medipack mit. Und da müssen wir aber ganz schnell raus. Und ich weiß auch, wo man Luft holen kann. Ich hoffe, dass es rechtzeitig ist. Deswegen müssen wir uns jetzt echt beeilen, sonst klappt es nicht mehr. Schnell, durch diese Glocke da, in diese Glocke rein, Lara. Das packen wir doch, komm. Wir haben auch Medipacks. Und? Medipack. Hat keiner gesehen. Gut. Und dann speichern wir. Nehmen unsere Harpunen und kümmern uns erstmal um dieses komische Viech da von eben. Das hat uns ja auch fast getötet. Okay. Okay, gut. Das hätten wir auch. Ja. Wie sieht's denn jetzt aus hier? Hier kann man reintauchen. Dann machen wir... Ach nee, das ist doch dieser Gang von eben, wo wir gerade die Granaten gefunden haben. Okay. Gut, hier kann man außen rumtauchen. Das ist schön, dass man das kann. Ob das viel bringt, weiß ich nicht. Wir tauchen jetzt nochmal kurz hier raus. Komplett. Das habe ich gesehen, das hole ich dann auch noch. Obwohl, jetzt wird schon wieder knapp von der Luft. Gott, das wird schon wieder so knapp hier. Ach. Und? Es war zu knapp. Aber da hat wirklich nur ein Millimeter gefehlt. Ein Millimeter hat gefehlt. Ist ja echt doof. Gut, dann schießen wir jetzt erst nochmal das Viech da ab. Es ging ja ganz gut eigentlich eben. Wo ist es da? Okay. Und? Jetzt sind wir fast tot und nicht das Viech. Okay, jetzt haben wir es. Und hier lagen noch Pfeile rum. Die wollte ich auch noch mitnehmen. Da ohne. Genau. Die nehmen wir mit. Und jetzt müssen wir nochmal diesen Ausgang suchen, wo wir gerade durchgetaucht sind. Ich glaube, der befindet sich eher hier unten drunter. Genau, hier raus. Und erstmal hier hoch. Gut. Jetzt speichern wir das gerade mal.
Und hier machen wir dann auch in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao.